Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Ich sag's so, ich renn schon wieder mit einem Pokémon durch die Gegend. Aber sehen wir es anders. Das hatte ich in der zweiten Folge auch schon. Aber da konnte es nicht mal angreifen. In gewisser Weise schon. Jetzt ist es immerhin Fragezeichen, man. Oh, geil, die hat mir ungefähr 1500 gegeben, die Arenaleiterin. Ich hoffe, ich krieg heute noch ein Teammitglied. Wäre scheiße, wenn nicht. Das müsste ich dann nicht fangen. Bälle brauche ich gar nicht mal so dringend. Erstmal gehen hier. Alter, 1500 ist auch wieder weniger, als es klingt. Das reicht für drei Tränke. Ja, probiere ich jetzt mal was. Aber mal im Ernst. Schreibt mal in die Kommentare. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie sehr Betrug war der Arena-Kampf letztes Mal? Das war doch echt mies. Sie hatte drei fucking starke Pokémon. Und natürlich Nidoqueen mit Flammenwurf, wenn mein ganzes Team eine Feuerschwäche hat. Und dafür kann ich ja nichts. Das Teambuilding ist ja nicht mir überlassen in einer Randomizer-Nuzlocke. Du bist der tolle Trainer, der mir schon in den Petalburg Wald da geholfen hat. Ich wurde beklaut und ich krieg Ärger, wenn ich nicht zurückbringe. Danke. Ich würde sagen, ich muss hier hin und zurück. Auf einem Weg gehe ich hier hin. Den 2000 habe ich sogar schon mal bekämpft. Scheiße, denn wer? Ich hab doch oberhalb der Stadt noch einen Pokémon fangen. Noch nicht. Dazu bräuchte ich eine Angel oder Surfer. Ich renne nur mit einem Käfer-Pokémon rum. Gegen was kämpfe ich als erstes? Schön, ich hab's gewonnen. Ja, aber die Sache ist halt auch die. Ich bin mir erstens sehr sicher, dass das nicht geht und zweitens selbst wenn. Sieht nicht so aus. Nee, hier ist zwar Strand, aber kein Gras. Ich bräuchte wirklich eine Angel oder Surfer. Oh, ein Supertrank. Den hättest du gebrauchen können. Denkst du, der hätte mir was geholfen, wenn meine Pokémon sowieso an sich gewonnen-hittet werden? Kein Gras. Na dann, gegen den Trainer da unten, hier, wenn man runter geht, auf der anderen Seite von dem hier, habe ich sogar schon mal offscreen gekämpft und verloren. Da habe ich meine Pokémon halt auch nicht geheilt. Beim Training von Fathom Game, deswegen weiß ich, der hat einen, Scheiße, mir fallen die deutschen Namen, ich meine, sei nicht Pokémon Randomizer auf Englisch spiele. Ja, Rosanna heißt's, genau. Ich spiele kein Pokémon Go. Auch weil ich keinen Bock drauf habe. Ich würde es auch nicht spielen, wenn ich das richtige Handy hätte. Das größte Problem ist jetzt, egal wie ich es angehe, Fragezeichen Man wird overleveln, wie scheiße. Sicher? Ja, ist aber nicht ein Groudon. Außerdem ist Groudon kein Feuer-Pokémon. Okay, den Kampf gewinne ich, der wird noch ein bisschen nervig, das Metagross tankt 4 Hits. Oh, 400 Erfahrungspunkte, das wäre jetzt schön, wenn ich noch einen Pokémon hätte, das nicht sowieso schon mehr als doppelt so hoch ist wie sämtliche Gegner. Hier auf der Route hatte ich ja Fett im Game gefangen, der inzwischen auch vergisst. Oh, da hätte ich einen Doppelkampf machen können, aber... Nee, glaub nicht. Das ist ein Flurmel. Manchmal habe ich das Gefühl, du bist komplett beschränkt.
Und wer hat Banett? Hey, ich hab inzwischen was gegen Geister. Ich auf Fragezeichen bei Gericht. Ja, das wäre toll gewesen. Dann hätte ich wieder nichts gehabt. Aha. Goldfisch, der Große. Ich hätte, glaube ich, Ruckzucki machen sollen. Oh nein. Es schwächt meine Feuerattacken. Junge, mein Sicht läuft zwar rot, aber das heißt nicht, dass es Feuerattacken drauf hat. Das ist immer toll. Der Typ hatte Spaß, das ist ja das Wichtigste. Jetzt ist hier noch ein Trainer. Ja, oh, noch ein Trainer, was Besonderes, ne? Mit seinen zwei Pokémon. Ein Pilz mit Gras unten dran. Sieht doch so aus. Oder das ist ein Metroid. So oder so. Ernsthaft. Ich verarschen. Ja, okay. Doch nicht so schlimm. Yay, Level 23. Ich glaube, das ist ungefähr der Level-Standard der dritten Arena. Kann das sein? Wie gesagt, dass er hierher gegangen ist, die Level 3 noch auf jeden Fall einzigen. Was ist los? Ich habe hier einen Tunnel gegraben und dann, irgendwie glaube ich nicht, dass der Tunnel voller Blumen ist. Ich weiß ja nicht wieso. Egal, im Basen sind mir scheißegal. Boah, ich spezial. Hast du gefördert, auch noch Pokémon? Na und? Hier ist ein Rentner. Was soll ich tun? Ich bin hier so mit meinem Pico rumgelaufen und dann wurde es geklaut. Na schön für dich. Yay, der... Erstmal will ich das Item hier. Es ist... Ein Balkepo. Und... Das kriege ich doch eh wieder nicht. Vor allem kann ich es nicht schwächen, weil... ne... 5... Ah, warte! Crit. Ich hab ja Trugschlag gelernt, aber es wird nicht drin bleiben. Das wär zu geil. Toll, werden wir nie erfahren. Also, ein... Robin... Scheiße, das schneide ich raus, sorry. Olaf 500. Habe ich eine Wahl, wie ich das nenne? Mal im Ernst. Das ist natürlich Günther. Ich meine, okay, er hat sich entwickelt, aber ich finde das nur gerade ein bisschen krass, dass ich das wirklich gefangen habe. War leider ein klein bisschen zu spät, das Ding wäre nämlich ziemlich gut gegen Feuer gewesen. We'll be right back.
Ja, Scherox schon. Sichlor aber nicht. Hast du schon irgendwann mal Pokémon gespielt? Scherox ist Käferflug. So. Ja. Was machst du hier? Komm doch. Ja, okay. Ich muss jetzt hier wirklich noch direkt vor dem Kampf gegen den Typen. Was musst du da jetzt noch? Wow, Silberblick. Ich hau dir in die Fresse, das ist so wertlos und ich. Kämpft ihn nicht. Ja, der Typ hat's drauf. Was kann er? Er hat wahrscheinlich ein Pokémon. Oh, was eine Überraschung. Oh, ich will ja nicht sagen, dass doch ein Gesteins-Pokémon ist. Aber das ist ein Gesteins-Pokémon. Du hast wirklich lange durchgehalten. Oh, das ist Erfahrung. Also ich habe gerade mal hier in einem hoffentlich Cut geguckt, wann ich hier noch Attacken bekomme. Impagat hat das Problem, dass es anscheinend wirklich nichts lernt in dieser Generation. Auf Level 21 kommt Biss und die nächste sinnvolle Attacke ist dann um Level 60 rum. Ich muss auf jeden Fall TMs und VMs nutzen. Das ist nicht richtig. Der Boss hat mir gesagt, es wird ja einfach, ich soll den nur was von deinem Clown nachnehmen. Ja, cool. Ich bin froh, ja. Ich bin Mr. Briny, du bist Günther. Warum nennst du dein Pokémon eigentlich genau wie du? Scheiß Egoist. Ruf mich, wenn du irgendwas brauchst. Du findest mich bei den Paddleboard-Gurts. Ich bin weg. Hier geht's nicht weiter. Und was gibt's hier? So unter dem Motto, ich weiß noch nicht, was für Pokémon hier sind. So, jetzt habe ich noch kurz ein Bienchen zurück. Alter, können hier mal weniger Pokémon auf dem Weg spawnen? Ich war wahrscheinlich. Wenn man rennt. Deine Käfer-Pokémon sind auf jeden Fall sehr toll. Kannst du bitte das Spiel lernen? Das ist kein Käfer-Pokémon. Ach, willst du mich jetzt verarschen? Schläfer doch deine Pokémon. Sag es dir. Okay. Na, sei ruhig. Boah, was für starke Gegner. So, noch ein bisschen Kohle. Aber hey, ich bin ausnahmsweise gerade mal ein bisschen Optimist. Ah ja, stimmt, ich sollte dir vielleicht deine Sachen geben, oder? Und hast du das Zeug? Ja, sehr gut, du bist toll. Ich gebe den Superball. So. Den habe ich nicht mal für ein Impagator gebraucht. Ich glaube, komm mal mit. Vielleicht kannst du mir 5 Pokémon oder so besorgen. Warte, komm, vielleicht sehe ich da nochmal die normale Angel bekommen. Oh, das wäre gut. Das ist hier der dritte Flur und unser Präsident ist da hinten irgendwo. Ich kann dir nicht viel sagen, ich bin dankbar hier das, was du uns zurückgebracht hast. Kannst du das bitte nach Slateport bringen, weil du nicht schon genug für uns getan hast? Es wäre echt doof, wenn die das nochmal kriegen würden. Kann ich auf dich zählen? Ja, das kann ich, weiß schon. Gib mir eine Sekunde. Der Präsident will mit dir reden, das ist Mr. Trump. Da ist er. Go ahead. Ich bin Mr. Stone, nicht Trump. Das Traurige ist, auf Deutsch heißt der Trump. Ich will mit dir reden, du hast unser Zeug gerettet, bitte ich dich jetzt um einen Gefallen. Toll, nicht? Bring's da hin und mach noch einen Stopp. Du bringst hier noch einen Brief weg, verstanden. Ich bin der Präsident.
Also ich bin ein toller Präsident, ich werde niemals so ein Arschloch sein und dir nichts geben und hier nehmen. Ein Pokénap. Das ist Pokénap. Das ist toll und das hat eine Karte und du kannst gucken, wo was ist. Und da sind so Team Magma und Aqua, ich glaube, die sind doof. Verpiss dich aus meinem Haus, ich bin der Präsident. So, verpiss dich endlich. Der Präsident ist genauso freundlich wie in den USA, Hustus. Warum? Ich habe ihn genauso synchronisiert wie jeden in das Zell. Ich habe hier was Neues fürs Pokénap gemacht und das ist toll geworden. Darf ich mal den von Trump sehen, den er dir gegeben hat? Hier, ich habe Match Call, da kannst du mit Leuten chatten, die im Pokénap registriert sind. Auf Deutsch können dich irgendwelche Trainer, die gerade Lust haben, einspeichern und dir dann erzählen, wie scheiße der Burger bei Maggots schon wieder war. Toll, nicht? Ja, teste es oder so. Soll ich jetzt den Präsident anrufen? Match Call. Hey. Hallo, Günther. Hi, das muss toll sein. So, cool. Ich bin weg. Ich hab jetzt die Präsidenten. Yay. Jetzt bin ich glücklich. Ich meine, es passiert oft, dass man die Telefonnummer des Präsidenten bekommt. Ich meine, ich habe ja auch Obama auf WhatsApp. Kann ich mir noch irgendwas holen? Ich habe wieder 1500. Ich brauche halt gar nicht mal so sehr was. Außer eigentlich Supertränke, aber davon kann ich mir nur zwei holen. Wie gesagt, auch halt dieses, weil die Pokémon jetzt schon viel zu viele Leben haben für einen normalen. Aber ich habe hier gerade was gesehen, nämlich... Was willst du? Hey, du hast jetzt einen Pokénap. Hier meine Nummer. Yay. Yeah. Ja, ich glaube, er will jetzt zum Haus da hinten und... wollen wir kämpfen? Ach, richtig. Ich werde mich verlieren. Warum habe ich sogar das... Er vor allem. Und irgendwie habe ich das Gefühl, sie hat recht, wenn sie sagt, sie wird mich... Okay, sie hat auch Unrecht, wenn sie sagt, sie wird mich verlieren. Wow, du hast verfehlt. Danke, dass ich hier übrigens überhaupt nicht angreifen darf. Jetzt zufrieden. Ja! Günther hat ein Level-Up, sehen wir es positiv. Ich will ja nicht sagen, dass das jetzt irgendwie ein bisschen scheiße ist, aber das ist ein bisschen scheiße. Wie viel Schaden macht es mit Konfusion? Ich habe gerade hier mit meinem Finger einen One-Hit angezeigt. Ein Doppel. Okay, sie hat doch nicht gewonnen. Bitte gib mir Geld. Ich mag Geld. Jeder mag Geld. Level 25. Du bist gut. Ja, 900. Das reicht nicht mal für zwei Supertrinke. Ja, der Typ, der da vorbeigelaufen ist. Und kennst ihn nicht, aber der ist ein Seefahrer. Ja, ich kenne ihn sicher nicht. Ich habe ihm gerade ein fucking Pinguin gerettet, das eigentlich ein Scheißdreck wert ist. Und er hat mir keinen Cent dafür gegeben. Die Möglichkeit, die Angel zu bekommen. Aber hey, wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.